Ja, fast scheint es so, das Computerfieber hat mich schon gepackt. Aber zunächst einmal guten Tag, hallo Computerfreunde und herzlich willkommen beim SFB Computer Club. Wir wollen Ihnen in dieser Sendereihe zeigen, welche sinnvollen Anwendungen es für Heimcomputer gibt, wie man überhaupt mit diesen Dingern umgeht und vielleicht das Wichtigste, wir werden lernen, selbst Programme zu schreiben. Wir haben eine Menge Tipps und Tricks für Sie bereit. Wir stellen Ihnen einige recht originelle Programme zur Verfügung und Sie werden allgemein lernen, wie das mit Computern so funktioniert. Irgendwie, denke ich, sollten wir alle ein bisschen mehr über Computer wissen, denn wir haben ja immer häufiger damit zu tun. Haben Sie etwas mit Computern zu tun? Nein. Mit Computern? Wozu mit Computern haben wir nichts zu schaffen. Die brauchen wir überhaupt ohne Computer gekocht. Brauchen wir nicht. Mit der Hand gemacht, ja. Haben Sie wirklich gar nichts mit Computern zu tun? Solche Radiowecker gibt es bereits mit Mikroprozessorsteuerung mit einem Computerbaustein. Zum Wecken hat Anne die gewünschte Zeit und eine angenehme Lautstärke vorprogrammiert. Das ist übrigens Computermusik. Morgen. Morgen. Was machst du denn da? Abrechnung. Die Haushaltskasse ist fast leer. Taschenrechner. Ein Kleinstcomputer. Ich gehe nachher Geld holen. Da ist eine Stromrechnung gekommen, die verstehe ich nicht. Ich rufe da mal eben an. Die Stromrechnung hat der Computer der Elektrizitätswerke geschrieben. Jedes Tastentelefon hat einen Speicherchip, der die Zahlen an die Relais in der Fernmeldezentrale weitergibt. Guten Morgen, hier ist Christa Bayer. Ich habe da ein Problem mit der Stromrechnung. Ja, danke. Bernd ist der Filmfreund der Wohngemeinschaft. Damit er auch ja nichts verpasst, hat er sich einen Videorekorder zugelegt. Was er da gerade eintippt, ist eine Anweisung an den eingebauten Speicher, zur rechten Zeit das Wunschprogramm aufzuzeichnen. Da soll einer durchfinden. Morgen. Morgen. Frühstückst du mit? Gerne. Nur noch eben zu Ende programmieren. Kannst du dir das nicht einfach angucken? Geht nicht. Ich muss heute ins Kino. Der dunkle Kristall läuft. Das ist ein Puppentrickfilm von dem Typ, der auch die Puppen für die Sesamstraße macht. Nur, dass die Puppen nicht wie in der Sesamstraße von Hand bewegt werden, sondern flink und flexibel vom Spezialcomputer. Na, was für dich. Danke. Zu mir. Ihnen wird zur Last gelegt am 2.12.84. Post vom Polizeicomputer. Ordnungswidrigkeit nach § 739 begangen zu haben. Ja, ich bin bei Rot über die Ampel gefahren. Mach dir nichts draus. Ich muss demnächst mal besser aufpassen. Eben. Ich muss zur Bank. Tschüss. Tschüss. Ach, kannst du noch einkaufen? Ich mach das nachher. Okay, ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Waschpulver fehlt auch noch. Ciao. Für die mikroprozessorgesteuerte Waschmaschine. Danke. So. Das Gemeinschaftskonto ist nicht überzogen. Das erfährt der Bankangestellte vom Zentralcomputer, an den jede Filiale angeschlossen ist. Auch die neue Buchung wird sofort an den Zentralrechner übertragen. 200. Derweil erledigt Dieter den Einkauf. Dies ist eine moderne Kasse, bei der ein Lichtkreuz die Preiseingabe per Hand ersetzt, wenn der Artikel eine solche Zahlenkodierung hat. Wegen seines gestörten Verhältnisses zu roten Ampeln nimmt Dieter heute lieber die U-Bahn. Diese Linie ist immer pünktlich, computergesteuert. Und da
Das machen alles Computer? Ja, bei diesem Modell ist das nicht viel anders als bei allen anderen Heimcomputern auch. Alles angeschlossen, nichts passiert. Das Einzige, was man sieht, ist das Zeichen Ready bei diesem Computer. Er meldet sich und sagt, ich bin bereit. Zu was? Nun, ich kann etwas schreiben. SFB Computer Club. Und das steht dann da, wie bei einer elektronischen Schreibmaschine. Nun ist dein Computer ja ein bisschen mehr als eine elektronische Schreibmaschine. Der Computer kann sich das merken und ich muss immer ein Return drücken. Das ist immer so die Antwort auf eine Befehlszeile. Zum Schluss muss immer Return drücken. Und hier sagt mir nun der Computer Error, Irrtum. Er gibt mir eine Fehlermeldung. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe dich nicht verstanden. Nun klar. Ein Computer versteht nur ganz definierte Befehle, die Befehle der Programmiersprache BASIC in diesem Fall. Und die müssen aufgelistet werden, sie müssen nummeriert werden und der Computer geht dann nachher der Reihenfolge nach durch diese einzelnen Befehle. Der erste Befehl, den ich ihm gebe, 1, lautet Print. Print kommt aus dem Englischen, heißt so viel wie drucke oder zeige mir etwas. Und was er drucken soll oder zeigen soll, muss ich in Anführungszeichen setzen. SFB Computer Club und wieder Anführungszeichen. Return-Taste drücken. Bei manchen Computern heißt diese Taste Enter. Und jetzt hat er diesen ersten Befehl gespeichert. Das ist so ein kleines Programm. Es besteht nur aus einem Befehl, aber das kann er ausführen. Und um es auszuführen, muss ich ihm befehlen, renne los, auf Englisch run. Run. Und es ist interessant, was nun passiert. Unter dem Run steht jetzt SFB Computer Club, genauso wie ich es hier oben in die Anführungszeichen gesetzt hatte. Jetzt natürlich ohne die Anführungszeichen. Er hat das hingeschrieben, was oben befohlen wurde. Er hat sich also erstens gemerkt, was oben im Befehl drin stand, und er hat es ausgeführt, er hat es wiederholt. Und wiederholen ist überhaupt das Beste, was ein Computer kann. Mit einem etwas raffinierten Befehl kann ich ihm das jetzt sagen, wieder zu tun. Der zweite Befehl lautet go to, gehe nach, in einem Wort geschrieben, 1. Das ist ein bisschen böswillig, denn der Computer geht ja immer der Reihenfolge nach, vom ersten zum zweiten Schritt, und jetzt wird er zurückgeschickt. Wir wollen mal sehen, wie das ausschaut. Und er schreibt und schreibt und schreibt. Er ist dann in einer Endlosschleife gefangen. Er geht immer von 1 nach 2 und wieder zurück. Und er würde das jetzt ewig machen. Ich muss buchstäblich den Stromstecker ziehen oder ihn ausschalten. Oder bei diesem Computer gibt es dafür eine Taste. Sie heißt Break, bei anderen heißt sie Stopp. Und dann hört der auf an einer bestimmten Stelle. Natürlich kann ich dem Computer befehlen, etwas mehrfach zu tun mit einer etwas schon geschickteren Programmierung. Wir machen alles neu, New und Clear-Taste gedrückt, ein sauberer Bildschirm. Der erste Befehl lautet for z gleich 1 to 20. Z ist sozusagen ein kleines Kästchen, in das der Computer jetzt immer eine Zahl tut. Und zwar Zahlen von 1 bis 20. Sie müssen sich das vorstellen wie Kinder, die an den Fingern abzählen, wie weit sie sind. Er soll eine Zahl, die heißt Z, von 1 bis 20 zählen. Der zweite Befehl, print SFB Computer Club, wie gehabt. Und der dritte Befehl, der gehört jetzt unbedingt zu dem for dazu, denn es ist eine Schleife, die for-next-Schleife. Der lautet next z. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger als nimm bitte das nächste z. Geh nochmal zurück in die erste Zeile, guck, wo du bist, welchen Finger hast du schon gezählt, zähle weiter. Nun wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Und in der Tat, Sie können es mir glauben, 20 Mal SFB Computer Club hingeschrieben. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, den Computer zählen zu lassen. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. New und Clear.
Der erste Befehl lautet schlicht und einfach Z gleich 1. Wir zählen also wieder eine Zahl und beginnen mit 1. 2, wie gehabt, Print, SFB, Computer, Club. Daher kommt der Name Hacker, weil man immer so viel hacken muss. 3. Und jetzt kommt etwas sehr Überraschendes. Jeder, der im Mathematikunterricht aufgepasst hat, wird erstaunt sein. Z gleich Z plus 1. Nun, es ist hier keine mathematische Gleichung, die da steht, sondern eine Anweisung. Wir haben wieder ein Gefäß, in dem die Zahlen sind. Und anfangs haben wir in dieses Gefäß, in dieses Becherchen mit dem Namen Z, eine 1 getan. Und jetzt schaut er nach, was habe ich in meinem Gefäß und addiere noch 1 dazu, also habe ich 2. Beim nächsten Mal, wenn er hier hinkommt, war das in dem Gefäß 2 und jetzt kommt wieder 1 rein, 3 und so weiter. Wie oft soll er das machen? Ja, er würde das jetzt ewig machen, immer weiter addieren. Ich frage ihn irgendwann ab, wie viel hast du? Die Zeile lautet 4 und der Befehl lautet if z gleich 20. Wenn du bei 20 bist, dann sollst du etwas tun. Then. Das ist unser neuer Befehl, if then. Was soll er tun? Nun, er soll das Programm verlassen, er soll ans Ende gehen. Then go to, das kennen wir schon, in eine Zeile, die ich später noch mit Ende benennen werde. Er soll rausspringen. Wir nennen sie mal vorsichtshalber Nummer 9. Then go to 9. Und wenn es noch nicht erfüllt ist, diese Bedingung, dann geht er einfach in die nächste Zeile, der nächste Befehl 5. Und da machen wir wieder den Befehl, rückwärts zu gehen. Go to jetzt allerdings nicht nach 1, sondern nach 2. So, und jetzt müssen wir uns noch dran denken, dass die Ziffer Nummer 9 kommt. Wenn keine Nummern dazwischen sind, geht der Computer weiter, bis er was findet, Nummer 9. Und da wollen wir Ende befehlen. Nun wollen wir mal sehen, ran. Und in der Tat, er tut es. Nur wenn Sie jetzt genau nachzählen, dann werden Sie feststellen, es steht nicht 20 Mal da, sondern nur 19 Mal. Aber das finden Sie bitte selber heraus, woran das liegt und wie das Programm lauten müsste, damit es genau 20 Mal funktioniert. Dieses Programm hat einen leichten Schönheitsfehler. Wenn ich das nochmal aufliste, dann tauchen dort zweimal der Befehl goto auf, zwei gotos, und es gibt eine alte Regel, viele gotos in einem Programm sind ein Zeichen für einen schlechten Programmierer. Lassen wir das Anfängerstadium schnell hinter uns und machen das etwas geschickter. Wir machen, nein, U nicht, Error, ja. Wir können das einfacher machen. Ich ändere nämlich hier die Abfrage in der Zeile 4. Ich tippe einfach eine neue 4 und ich frage ab, if z kleiner, das ist das Zeichen für kleiner, 20. Wenn z noch kleiner als 20 ist, nun was dann? Then go to 2. Dann erspare ich mir das Doppelte mit dem, das Doppelte abfragen und das Doppelte go to. Und die Zeile 5 nehme ich ganz raus. Das macht man einfach, indem man die Zeilennummer tippt und ein Return, dann ist sie gelöscht. Die 9 kann ich stehen lassen. Wollen wir mal sehen, ob das auch funktioniert. In der Tat, es funktioniert auch ganz prima. Nun, das alles ist noch nicht besonders viel, aber selbst dafür muss ich genau wissen, wie die Befehle lauten und auch wissen, welche Tasten ich zu drücken habe, sonst passiert gar nichts. Ein Computer ist eben etwas anderes als ein Kassettenrekorder oder ein Radio. Stecker rein und die Musik ist da. Das funktioniert beim Computer eben nicht. Ein Computer ist ein Arbeitsgerät, das von mir sehr viel Aktivität verlangt. Ich habe meine ersten Gehversuche im Programmieren am Atari gemacht. Zum Atari bekommt der Anfänger ein Handbuch und ein Basic-Verzeichnis. Sieht beides recht dick aus, aber diese Dicke täuscht. Es sind nämlich mehrere Sprachen, nur wenige Seiten. Und als Anfänger ist man ziemlich alleine gelassen. Die Basic-Befehle sind beispielsweise nur aufgelistet. Wer das Programmieren lernen will, der muss sich schon ein Buch kaufen oder jemanden kennen, der einem hilft. Susanne Alk hat die ersten Gehversuche beim Programmieren am Commodore gemacht. Commodore ist sicherlich der bekannteste Computer unter den Heimcomputern. Wie waren hier die Erfahrungen?
Also der Commodore war eigentlich zu Beginn recht einfach in der Anwendung. Die Geräte waren leicht zusammenzustecken. Es gab auch eine schöne Bedienungsanleitung, mit der man das eigentlich ganz leicht machen konnte. Es gibt ein Handbuch dazu, mit dem man die ersten Schritte in Basic auch lernen kann. Das ist richtig und offenbar alles in Deutsch. Ja, es fehlen aber trotzdem einige Dinge, also die ich doch sehr vermisst habe. Zum Beispiel bei den Übungsprogrammen gibt es Zeichen, die man nun eingeben soll, wie dieses. Das soll ein inverses Herz sein. Das habe ich auf der Tastatur nirgendwo gefunden. Ich habe es erst versucht mit diesem Herz, was auf dem S liegt. Und das war leider vollkommen verkehrt. Ich habe erst durch Zufall erfahren, dass es am Ende dieses Clear Home sein sollte. Aber im Prinzip kann man mit diesem Büchlein schon seine ersten Schritte ins Programmieren hineintun. Ja, die ersten Schritte schon. Nur zur Weiterführung fehlen wirklich Informationen, die man dann auch wirklich braucht. Auch dazu gibt es ja dann dickere Bücher. Ja. So, und Holly Rahlins hat sich den ZX-Spektrum von Sinclair angeschaut. Man muss dazu sagen, wirklich von Technik, von Computern, keine Ahnung gehabt. Wie ging's? Es war am Anfang ein bisschen frustig. Also was mich also gleich gestört hatte, war, dass es keine Schalter gibt. Ja, also nichts im Ein- und Ausschalten. Einfach Stecker rein, Stecker raus. Es ist so ein bisschen so wie ein Spielzeug. Und es sieht auch so ein bisschen wie ein Spielzeug aus. So Plastik und sehr klein. Der eine würde meinen, na ja, das ist niedlich. Ich meine, es ist mir ein bisschen zu mickrig. Ich hätte gern was also Stabileres gehabt, unter den Fingern auch. Die Tasten sind irgendwie so aus Gummi gemacht und es ist sehr weich. Es ist so ganz merkwürdig, wenn ich was da rein tippe. Es soll ja Leute geben, die da ganz virtuos mit umgehen. Dann ist es auch ihr Recht. Ne? Also ich hatte also jedenfalls Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen. Mit dem Einführungsheft hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Da waren keine Druckfehler, also die ich entdeckt habe. Und ich bin auch klargekommen mit den einfachen Programmen, die da gezeigt werden. Hast du denn was gelernt? Kannst du was vorführen? Ja, aber dazu wollte ich nur sagen, ich kann natürlich was vorführen. Was mich am meisten stört, ist, wenn ich jetzt gleich was vorführe, diese Tastatur. Ne? Es ist sehr kompliziert. Die Tasten, wie man sieht, sind zum Teil 6-mal belegt hier oben mit 6 verschiedenen Funktionen. Und es geht nicht so einfach, eine Taste drücken und dann klar ist alles so, wie man das will. Man muss immer wissen, in welchem Modus man ist. Ne? Genau. Oh, und es ist eine sehr komplizierte Reihenfolge. Zum Beispiel, wenn ich also Farben möchte. Ja? Hier also sehen wir nur schwarz-weiß. Zuerst muss ich die Umrandung machen. Das geht ganz einfach mit Border, also Umrandung auf Englisch, da brauche ich einfach zu drücken und dann die Farbe, sagen wir mal, drücke ich grün und dann Enter. Das ist ganz einfach. Aber wenn ich das in der Mitte haben möchte, es geht nicht so einfach wie vorhin mit Border, das heißt Paper und das ist in Rot, da muss ich was anderes machen. Zuerst muss ich Caps Shift und Symbol Shift gleichzeitig drücken und dann Caps Shift nochmal und dann Paper und dann die Farbe, sagen wir mal, gelb hier und dann Enter. Und dann sehe ich, dass es doch nicht klappt. Hier muss man 2-mal Enter drücken, ja? Da muss man ja einen Führerschein für machen. Ungefähr, ne? Ja. Also auf jeden Fall muss man also sehr gut mit Fingerakrobatik umgehen können, ja? Und besonders auch, wenn man irgendwas also eintippen will, wie zum Beispiel, was wir vorhin gemacht haben. Ja, mal ein Befehl, ne? Print. Ein Befehl, genau. Print und dann sagen wir mal SFB CC. So und dann Enter. Das geht. Da brauche ich nur einmal zu drücken hier mit dem Enter. Na also, ich meine, wenn man sich reinfummelt, geht's. Gut, Susanne Alk hat mal beobachtet, wer sich warum einen Computer kauft und welche Erfahrungen andere Leute gemacht haben. Ja, ich habe mir diesen Spectra Video gerade vom Freund gekauft. Und ich habe den genommen, weil er einen großen Speicher hat und weil er eine gute Tastatur hat. Und ich will damit Programmiersprachen lernen. Ja, inzwischen habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Gerät doch nicht so gut ist, wie ich erst glaubte. Die Tastatur ist zwar so gut, wie ich mir erhofft hatte. Sie ist also leichtgängig. Ich habe ein extra Zahlenfeld dran. Aber der Speicher, der ist nicht so groß, wie es auf der Packung steht. Da geht Speicher für einen Bildschirmaufbau verloren. Das sind Speicherbereiche, die ich auf normale Weise gar nicht erreichen kann. So bleiben also für mich als Anwender nur ganz wenige Speicherzellen frei. Dann habe ich Schwierigkeiten, mit dem Gerät überhaupt umzugehen, weil das Handbuch sehr oberflächlich ist. Da werden wichtige Befehle ganz knapp nur erklärt. Und ich glaube, wenn ich nicht vorher schon Erfahrungen mit einem anderen Gerät gemacht hätte,
dann hätte ich es schon längst in die Ecke geworfen. Ich habe mir vom Bekannten den C64 Commodore gekauft, weil ich glaubte, dass er leicht in der Anwendung ist. Ich habe mir den Commodore 64 zugelegt, speziell für die Friseurbranche hier, also für meinen Betrieb. Wollte damit die Kundenkartei führen, Farbkartei und die Dauerwerkkartei speziell, auch für den Herrensalon. Und dabei musste ich feststellen, dass das nicht so einfach ist, wie das in den Heften geschildert wird. Ein bisschen wollte ich meine Buchführung damit machen, was natürlich besonders schwierig ist, also davon habe ich dann ganz Abstand genommen und muss ich mich langsam erst reinarbeiten in diese ganze Materie. Ich habe mich für den C64 entschieden, weil er weit verbreitet ist und für den Preis, glaube ich, das Beste bietet. Außerdem möchte ich gerne programmieren lernen und ich glaube, dass ich damit auch was Neues kennenlerne, was ich später noch brauchen kann. Danke. Und viel Spaß. Toi, toi. Ja, auf Wiedersehen. Ich bin mit dem Computer zufrieden, hab's Programmieren jetzt gelernt und mir macht es so viel Spaß, dass ich bei der Volkshochschule einen Kurs belegt habe. Wobei mich aber stört, dass die Erwachsenen mit der Logik nicht so schnell hinterherkommen wie die Kinder und dass es deshalb zum Aufhalten des ganzen Unterrichts kommt und es langsamer vorwärts geht. Ich habe meinen Kaufhäusern am Computer gespielt und jetzt habe ich mir selber einen gekauft. Mein Freund fing an, sich für einen C64 zu interessieren. Und ich habe mich überreden lassen, mir auch einen zu holen. Dann habe ich in den Kaufhäusern ein bisschen geguckt, hat mir sehr gefallen, besonders die Grafik. Und jetzt habe ich auch ein paar Grafiken programmiert. Der Computer ist ein Arbeitsgerät, haben wir gesagt. Stecker rein und die Musik ist da, das funktioniert nicht. Oder vielleicht doch. Es gibt nämlich solche Module, da ist auf einem Speicherchip ein komplettes Spiel drin enthalten. Und das kann man tatsächlich einfach reinstecken in den Computer, einschalten und schon ist die Musik da. Was ist das für ein Spiel, Stefan? Ja, das ist das Spiel Pac-Man. Darum geht's hier. Man muss diesen kleinen Pac-Man hier durchs Labyrinth bewegen und dabei diese Punkte aufmampfen. Und man darf sich halt nicht von diesen Monstern hier kriegen lassen. Was passiert dann, wenn... Naja, dann fressen sie einen halt selber auf. Viel mehr Spaß macht es nämlich, solche Spiele selbst zu erfinden. Und der wichtigste Befehl heißt RND. Und RND, das heißt Random, Zufall. Mit diesem Befehl macht der Computer Zufallszahlen. Und zwar dieser Computer zwischen 0 und 1. Indem ich die 1 hier hintippe, wird er dazu angewiesen. Und ich habe das mal vorbereitet zu einem kleinen Programm. List. Hier steht in der ersten Zeile, die ich aus bestimmten Gründen jetzt 10 genannt habe, das werde ich nachher noch erläutern, x gleich random von 1, das kennen wir also jetzt, 20 print x, zeige mir die Zahl, 30 gehe zurück nach 10, also eine unendliche Schleife. Ich lasse ihn mal loslaufen und halte ihn irgendwo an. Und ich sehe hier, 0 lässt der Computer immer weg, Punkt, also Komma, 0,4, 0,6, 0,2 und so weiter. Das sind Zahlen zwischen 0 und 1. Allerdings, sie sind zwischen 0 und 1. Ich möchte sie vielleicht wie beim Roulette zwischen 0 und 36 haben. Und sie haben 9 Stellen hinterm Komma, die ich in diesem Fall überhaupt nicht gebrauchen kann. Was ist zu tun? Ich liste mir das Programm nochmal auf und ich mache zwei Veränderungen. Das erste, ich gehe mal hier oben hin und füge an dieser Stelle etwas ein, mache ich ein bisschen Platz, nämlich einen neuen Befehl und der heißt Integer. Das heißt, mache ganze Zahlen von dem, was in Klammern dahinter folgt. Und dahinter folgt jetzt das, was wir schon kennen, bis auf eine Feinheit noch. Wir haben ja hier Zahlen von 0 bis 1. Wenn ich die jetzt, sagen wir mal, mit 36 multipliziere, dann bekomme ich, wenn ich 0 mit 36 multipliziere, 0. Wenn ich bis zu 1 die 1 mit 36 multipliziere, bekomme ich 36. Es müsste klappen. Also mal 36 und die Klammer zu. Ja, hoffen wir mal, dass es stimmt. Ich gehe nach unten, tippe ran und halte wieder an.
Es scheint zu stimmen. Allerdings bin ich nicht ganz sicher, ob wir die 36 erreichen. Das kann ich aber abfragen. Und zwar die 36 deswegen nicht, weil Integer ist ein Befehl, der abrundet. Und wir haben bei den Zufallszahlen nie die ganze 1 bekommen. Also es könnte sein, dass wir die 35 zwar bekommen, das sehen wir auch hier. Die 35 ist zum Beispiel hier an dieser Stelle zu sehen. Aber die 36, nun, wie gesagt, das können wir machen. Ich mache ein List und ich füge ein. Und das ist der Grund, weshalb wir hier 20 und 30 geschrieben haben. Da komme ich jetzt dazwischen. Ich kann eine neue Zeile einfügen, die lautet 25. If x gleich 36, also wenn die 36 vorkommt, dann then end. Dann soll er einfach abstoppen. So, nochmal eine kurze Kontrolle. List, man sieht jetzt hier 10, 20, 25, 30. Der Computer fügt das in der Reihenfolge ein. Also diese Schreibweise ist ganz gut. So, und renne los. Und er würde jetzt enden, wenn er irgendwann mal die 36 erreichen würde. Also ich habe das natürlich schon vorher mal ausprobiert. Sie können es mir glauben, es klappt nicht. In diesem Fall geht das nur bis zur 35. Man muss also immer 1 zugeben und dann wird abgerundet. Wenn man also Zufallszahlen für einen Würfel haben will, von 0 bis 6, muss man 7 mal 7 machen. Und wenn man, apropos Würfel, die 0 nicht haben will, dann muss man nochmal plus 1 addieren und das Ganze verschieben, den ganzen Bereich. Da kann man sich reinfummeln, das macht am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, aber wenn man das ein paar Mal ein bisschen gespielt hat, das macht erstens Spaß und man lernt den Befehl sehr genau kennen. So, ich stoppe das mal ab, möchte Ihnen noch etwas zeigen, was bei dieser Schreibweise ganz wichtig ist, nämlich für dieses x gleich. Das bedeutet, für x gibt es ganze Zahlen. Nun gibt es im Basic-Programm noch einige Vereinbarungen, die ein bisschen mehr machen, denn man will ja nicht nur immer mit Zahlen hantieren, sondern auch mal Namen oder Buchstaben, zum Beispiel bei der Textverarbeitung oder ja, man will vielleicht mit bestimmten Begriffen arbeiten und die variieren lassen. Und da gibt es eine Vereinbarung und die lautet, ich mach das mal neu, x. Man muss hinter das x jetzt ein Zeichen setzen, zum Beispiel das Dollarzeichen. Das erwartet jetzt Buchstaben. Und worauf ich Sie in diesem Zusammenhang hier aufmerksam machen wollte, hinter das x kann man nicht bei allen, aber bei manchen Computern ein Prozentzeichen setzen. Fragen Sie mich nicht, warum, es ist einfach so. Und dieses x% macht jetzt automatisch ganze Zahlen. x% gleich random von 1 mal 36. So, print x%. Und zwar hat er hier ausgedruckte 35, zufällig. Aber Sie sehen gleich, in diesem Befehl kommt eine ganzzahlige Zahl heraus. Und Sie müssen zugeben, diese Schreibweise ist doch einfacher. Mit dem, was wir nun gelernt haben, machen wir ein kleines Spiel. Wir fangen an mit der Zeile 100. Rem, das heißt Remark, Bemerkung, nämlich wie das Spiel heißt. High-Low-Spiel, Hoch- oder Niedrig-Spiel. Werden wir gleich sehen, warum. Diese Remarks bedeuten für den Computer nichts, er überspringt diese Zeile, aber dem Programmierer helfen sie doch, Namen oder Bemerkungen unterzubringen. 110, Doppelpunkt, ist nur eine Leerzeile, damit man es deutlicher lesen kann. 120, hier geht das Programm eigentlich los. Mit x%, die neue Schreibweise, gleich random von 1 mal 100. Der Computer denkt sich hier also eine zufällig ausgewählte Zahl zwischen 0 und 99. Was soll damit geschehen? Jetzt fragt er erstmal ab. 130, print welche Zahl? Das ist das Erste, was der Benutzer, wenn er dieses Programm laufen lässt, sieht. Er soll eine Zahl eingeben und dieser Befehl lautet 140, Input Z für Zahl, Prozent, also auch eine ganzzahlige Zahl, soll jetzt eingegeben werden zwischen 0 und 99. Und jetzt wird verglichen, 150, if, then, wenn diese Zahl größer als die gedachte Zahl ist, dann drucke aus zu groß. Go to 140, geh zurück und nimm die nächste Zahl. Also der Benutzer muss nochmal tippen. Oder 160, wenn die Zahl kleiner ist als die gedachte Zahl, dann entsprechend zu klein und wieder zurück. Wenn diese beiden Bedingungen nicht erfüllt sind, weder die Zahl, die eingegeben worden ist, ist zu groß noch zu klein, also wenn sie richtig ist, dann 170, print, toll, richtig. Und komme zum Ende.
Ein ganz simples, sehr einfaches, aber ein sehr amüsantes Spiel. Wir wollen das mal spielen. Ich tippe also ran. Welche Zahl, fragt er mich. Ich gehe in die Mitte. 50. Zu groß. 25. Zu klein. 33. Zu klein. 37. Zu klein. 40. Toll, richtig. Ne? Ein bisschen Glück habe ich gehabt. Aber Sie sehen schon, wie es läuft. Wir können das Programm aber noch ein klein wenig verändern, etwas geschickter programmieren. Und zwar fügen wir hier oben einen Zähler ein. N gleich 0 bei 130 und bei 140 wird er dann immer erhöht. N plus 1. Dann kommt diese übliche Abfrage. Und wir sehen auch hier toll richtig, das ist alles so geblieben. Jetzt gucken wir uns noch den Rest des Programms an. Das passt nicht alles auf den Bildschirm, deswegen habe ich das so schrittweise gemacht. Und hier wird jetzt dieses n abgefragt. If n gleich 1, dann drucke aus, allerdings reines Glück. Also wenn man sofort getroffen hat, reines Glück. Und so ein paar Bemerkungen jetzt, je nachdem, wie viele Zähler man durchlaufen hat, wie viel Mal man also tippen musste. Sie finden das genaue Listing ja in unserem Begleitmaterial. So, und jetzt lassen wir es nur noch mal loslaufen. Ran, welche Zahl? 50 hat sich bewährt. Zu groß, naja, 25. Zu klein, das dachte ich mir fast. 38. Zu groß, 33. Zu groß, 30. Zu groß, 28. Zu groß, na, 26. Zu klein, dachte ich mir es fast, mein Gott, 27. Und da steht also jetzt, toll, richtig, mühsam, mühsam. Hier noch ein Spiel, mit dem man Leute beglücken kann, die schon immer gegen Computer waren. Das ist ein Verwirrungsspiel. Das hat sogar ein kleines Menü. Es fragt nämlich addieren oder multiplizieren. Bitte eingeben A oder M für addieren oder multiplizieren. Und dann geht man in die entsprechenden Unterzeilen. Wenn also M eingegeben wurde, dann nach 250. Und wenn was Falsches eingegeben wurde, dann beendet der Computer das Programm. Also es ist schon recht komfortabel. Bitte erste Zahl eingeben, bitte zweite Zahl. Und dann die Summe ist Z1 plus Z2, die beiden Zahlen, die eingegeben wurden. Aber heimlich addiert der Computer immer noch x%. Und x%, das sehen Sie hier oben, ist wieder eine Zufallszahl zwischen 0 und 3. Also manchmal ist das Ergebnis dann richtig, wenn hier 0 dazukommt. Und manchmal extrem falsch und immer wieder anders. Es ist also kein System dahinter. Und entsprechend hier 250 fürs Multiplizieren. Erste Zahl, zweite Zahl. Das Produkt ist Z1 mal Z2 plus x%. Das Prozent ist hier. Also auch wieder ein etwas falsches Ergebnis. Ehe wir das Spiel ausprobieren, Sie sehen, ich habe hier manches doppelt geschrieben. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man eine solche Abfrage noch ein bisschen geschickter machen kann, indem wir das ein bisschen geschickter miteinander formulieren. Das schauen wir uns mal an. Und zwar haben wir hier zwei Abfragen miteinander verknüpft. 160, zweimal if mit AND. AND ist wie im Deutschen UND. Wenn die Eingabe nicht A war und wenn die Eingabe nicht M war, dann 110, springe zurück. Dann kommt die Aufforderung, bitte erste Zahl, bitte zweite Zahl, das Ganze nur einmal geschrieben. Und erst jetzt die Abfrage, wurde A eingetippt, dann kommt also hier die Summe ist und bei M das Produkt. Nun wollen wir das mal spielen. Hier unten steht jetzt addieren oder multiplizieren. Bitte eingeben A oder M. Ich entscheide mich für addieren. Erste Zahl 2, zweite Zahl 2. Die Summe ist 6. Ja, wenn Sie das jemandem vorführen, dann wird er Ihnen bestätigen, ganz klar, der Computer ist dumm. Nun, wir machen das nochmal mit dem Multiplizieren. Bitte eingeben M. Bitte erste Zahl 3. Die zweite Zahl 2, das Produkt ist 8. 2 mal 3 ist 8. Das können Sie oft durchspielen. Manchmal wird er Ihnen das richtige Ergebnis nennen, manchmal das falsche. Also ein richtig schönes Verwirrspiel.